Na gut. Du das sagst. Ja, hoffentlich stimmen. Schauen wir mal. Wisst ihr, oder die Texturen sind geil. Hier neu. Besser auf jeden Fall als. Machen wir zuerst die Ballen und dann tun wir mit dem Mulcher. Ja, sicher. Ja. Musst du zuerst alles abmähen. Das bringt es nichts. So Leute, es bringt nichts. Wir sind wieder da, ob ihr wollt oder nicht. Hallo und herzlich willkommen hier zu Farming Simulator 22 und zwar es ist die 7. Ausgabe unserer Challenge. Die wir hier haben. Wir sind immer noch beim Gras. Wir sind voll auf Gras. Ja, diesmal haben wir ein bisschen mehr zu machen. Ja. Ein Feld dazu. Mähst du gleich rüber, oder? Ich mähe gleich durch, ja. Ich spann, wie viele Ballen das werden jetzt. Siehst du, ich habe das jetzt nicht. Ich kann das jetzt nicht zurücksetzen. Ich kann das nicht zurücksetzen jetzt aber, gell? Ja. Mal schon ablegen, anschalten. Ein gesoffener Bauer, Alter. Warum? Weil ich zurückgeschoben habe und ich komme nicht grad. Ich glaube ja, dass das so um die 150 werden. Erst das Doppelte? Ja, weil wir ja auch mehr über als das Doppelte der Fläche haben. Ja. Das ist ja wirklich nur Wiese. Stimmt. Kein brauner Fleck, kein Wald, aber. Ah, da machst du unten, nicht drauf unter. Nein, mach unten. Oder vielleicht mache ich zwei Runden und dann mache ich rauf runter. Mhm. Wenn umdrehen besser ist, dass ich so am Rand komme. Ja. Aber jetzt musst du mir eins sagen. Wie schafft man beim LKW am Totalschaden? Geregnet und ich bin 120 gefahren. Mhm. Dann war die Kurve etwas zu eng. Dann war rechts ein LKW, gegen den bin ich gefahren, dann bin ich umgekippt und bin gegen die Pylonenwand gekracht. Oh. War das dein eigener oder? Ich habe nur einen eigenen. Naja, hast du nicht gesagt, du fahrst auch manchmal für Fremde? Wann? Achso, okay. Das ist dann Arsch.
77.000 weg. Ich meine, es muss ja auch nicht nach runter nach Spanien sein. Nur nach Spanien hatte ich jetzt eine Reise zufällig gesehen. So lang. Vielleicht ist es nach Istanbul genauso weit. Und wie lang sind die gefahren? Was, wie lang sind die gefahren? Also, oh nein, du bist das. Ich bin nicht gefahren, ich habe so gesehen, dass es gibt. Ach so. Ich bin gespannt, wie lange der fahrt. Gleich überholst mich. Ja, da kannst du auch 3, 4, 5 Bahnen fahren, aber irgendwann macht es Sinn, dass man dann. Nein, ist eh okay. Ich will das nicht so am Rand kommen. Ich meine, noch eine dritte, dann geht sich das schon vom Umdrehen aus. Genau. Alter, was macht man mit so einem Kran, bitte? Ist gerade ein Kran im Angebot. Der Holz. Stimmt. Was ist im Angebot? Nein. Der Autonome. Oh ja. Das ist aber eh schon 54%. Flug war im Angebot. Ja, aber 10.000. Jetzt brauchen wir den nicht wirklich. Oder hat sich unser Plan wieder geändert? Ich weiß nicht einmal, was unser Plan ist. Der ändert sich viel zu oft. Ah, wir haben doch gesagt, wir gehen voll auf Silage. Mit Felder oder ohne Felder jetzt? Mit Mais haben wir gesagt. Okay, also mit Felder. Und Biogasanlage. Ja, genau. Stümpfe wegkommen. Wobei Mähdresche schon noch viel Kohle ist. Quasi nur für den Mais. Gut, wir brauchen ja keinen Mähdresche am Anfang. Für Mais? Musst du doch mit einem Maismähwerk abmähen vom Dresche, oder? Dann hast du ja nur Mais. Aber du musst es ja häckseln. Siehst, ich habe mich mit dem eigentlich noch nie beschäftigt. Was brauch ich da? Ein Häcksler. Ein Häcksler. Ne? Scheiß Baumstumpf. Der vordere packt das oft, aber der hintere nicht, wie es mir aufgefallen. Ah, das heißt, wir gewinnen da auch nichts als Nebenprodukt, sondern wir tun wirklich nur häckseln, damit wir aus dem Mais Silage kriegen. Genau. Okay. Das interessiert mich jetzt. Feldhäcksler.
meine, es gibt da zwar Preisen nach oben hin, aber nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Was denn? So ein Häcksler. Ich meine, ich habe jetzt nicht angeschaut von der Breite her, sondern nur vom Preis, aber zwischen 60 und 100.000 werden wir da schon dabei sein, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, was der kostet. 10, glaube ich, noch einer sogar. So mehr? Ja. Mehr. Ich bin nur einig, was ich würde da mehr. War 1 und 85.000. Das ist Glas. Was ist mit dem Glas um 20.000 und um den Algen? Ist das nichts? Zum 20.000? Wo bist du da drin? Bei Bildhäcksler Schneidwerke. Ja, aber das ist ja eben für einen Feldhäcksler. Ja, du hast doch gesagt Feldhäcksler, oder? Ja, eh, aber dann brauchst du einen Feldhäcksler ja auch. Und was, wo hättest du geschaut? Wo gibt's die? Bei Mitrischert, also da oben, Feldhäcksler halt. Aber ich hätte mir am Anfang nur einen für einen Traktor geholt, einen Häcksler, den um 80.000 eben. Ja, ich dachte das. Ach so. Okay, da gibt's ja keine Feldhäcksler. Feldhäcksler-Schneidewerk, ist das nicht der um 85.000 dann? Nee, das erste. Aber nur das geht für den Traktor, ja. So. Okay. Die anderen gehen dann für den Feldhäcksler. Okay, verstehe. Jetzt kenne ich mich aus. So froh, wenn diese Baumstümpfe wegkommen. Gut, da müssen wir dann aber zuerst Sämaschine und das alles auch machen. Also das dauert eh noch, bis wir das alles haben. Na gut, Sämaschine und Grube, das muss man in einem Durchgang alles haben. Jetzt haben wir so um die 200.000 dann. Ich würde aber sagen, dass wir das auch am dritten Feld machen, oder? Ich würde das theoretisch dort machen, wo der Wald ist. Sonst kannst du die Fläche eh nicht benutzen. Ist das nicht zu klein, die Fläche? Nein, nicht nur den Wald, auf der Fläche, wo der Wald ist. Das ist das ganze Feld. Oder ja, oben zumindest einmal. Über dem Felsen, das zumindest einmal. Das Anfeld zu machen. Mhm. Beginnen. Dann runter können wir dann schauen, weil das ist auch der braune Fleck, was den könntest du dann auch verwenden gleich. Ja. Die quasi wirklich nur das untere Stück Last. Mit Gras und eben die 54. Gut, da hätte ich ehrlich gesagt ein drittes Feld dazu und wir wandeln das komplett in Mais um. So ein großes willst du gleich machen? Nicht? Ja, das ist schon viel. Weil ich kenne die Arbeitsvorgänge nicht. Du häckseln und was passiert damit dann? Ja, das kommt dann in ein Silo. Und dann tust du es dort lagern und dann wird es zu Silage. Okay, das heißt, das kann man nicht zur Ballen pressen auch. Möglich, aber dann müsstest du es irgendwie fallen lassen. Ich weiß nicht, ob man es dann Ballen pressen kann. Habe ich noch nie probiert. Ja, dann könnte man unten noch bei dem Feld die Silage-Dings hinmachen. Ich hätte das gleich neben die Biogasanlage gemacht, weil du musst es ja dann zur Biogasanlage führen. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sonst führst du es vor dem Silo wieder zur Biogasanlage. Verstehe. Und so führst du es gleich zur Biogasanlage und dann machst du es dort. Ich meine, das mit Pressen ist vielleicht sogar eine Idee, dass wir das, ich weiß das ehrlich gar nicht, ob das möglich ist. Hätte ich auch noch nie so gesehen. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht möglich ist.
Aber es muss ja trotzdem ausgeworfen werden. Das Mais-Silage-Dingzeugs. Ja, das wird in den Anhänger geworfen. Und wenn du das in keinen Anhänger wirfst? Dann geht's in die Luft. Okay, das heißt, bleibt nicht so wie das Gras hier eine Spur im Feld. Nein. Okay. Da gibt es wie quasi der Mähdrescher mit einem Rohr. Nur dass der Häcksler keinen Speicher hat. Ah, das heißt, da spannt man hinten Häcksler noch einen Anhänger dran. Theoretisch. Theoretisch fährt ein Traktor nebenher. Ah, das ist so wie bei den Kartoffeln. Ja. Ja gut, Kartoffeln kann er auch sammeln. Also du machst das mit dem ganz kleinen. Mhm. Wir brauchen auch dann überhaupt einen Standort, wo wir die Biogasanlage hinbauen. Ja gut, da haben wir gesagt, da müssen wir mal schauen, wo es flach ist halbwegs. Und das müsste ich dann. Aber du musst halt auch schauen dann noch. Ja. Wir brauchen eines für den Hof und eines für die Biogasanlage oder generell die Produktion würde ich dann dort in der Nähe hinbauen. Es gibt auf jeden Fall keine riesige gerade Fläche, das heißt, wo ich sagen kann, da können wir sicher alles hinbringen dann. Okay. Und welche Biogasanlage kaufen? Daher ist ein Angebot. Geld jetzt. Wäre was gewesen. Ja. Da gibt es ja auch, glaube ich, 3 Biogasanlagen. Kostet 1,1 Millionen. Gut, ich würde ehrlich gesagt nicht gleich eine große hinbauen am Anfang. Mit einer kleinen beginnen, oder? Brauche ich das nicht bei Produktion drin, Biogasanlage? Ja. Ah, ganz am Anfang. Ja, ist die Frage. Ich meine, von der mittleren auf die große ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied, sag ich mal. Ich habe halt auch gar keine Ahnung, wie viel die. Ich hatte ich noch nie die selbst gekauft und wie viel die abwerfen. Mhm. Ich hatte ja nur immer einmal eine von der Karte aus. Ja. Oder es gibt etwas, das ist ganz hinten fast, das ist... Warte, kann man das hier anschreiben haben? Also Methanproduktion kann man keine Silage reinhauen, so wie es ausschaut. Nämlich eine Methanproduktion. Ja. Du könntest da mal anschauen.
Da kann man dann, wenn es soweit ist, einmal auch mehr Sachen verwerten. Aber die kann auch kein Silage. Kein Silage leider, ja. Weiß nicht, ich meine, das Ist Biogasanlage ist auch, halt teuer. wollte ich gerade sagen, ist eben die Frage, ob die wirklich so gut abwirft, weil wenn wir jetzt 1 Million hinein investieren, braucht er das auch eine Zeit lang, bis sich das also ein Gewinn ist. Weißt du, was ich meine? Oder ob wir nicht zuerst auf Tiere gehen und dann auf die Biogasanlage. Hm. Weil was mir eingefallen ist, sobald wir ein Feld machen können, ja, decken wir eigentlich alle Tiere ab, bis auf Schweine. Weil du wirst am Anfang die Hühner füttern können damit, auf jeden Fall. Kann man denn Wo nicht ha. auch Mais füttern? Ja, aber für was brauchst du denn Mais jetzt dann? Na, ich frag nur. Brauchst du das dann eigentlich nicht? Ach so, stimmt, ja, wenn man jetzt Wenn man eine keine Biogasanlage machen, Biogas. brauchst du Mais auch nicht. Dann sag ich, du hast Weizen. Dann müsstest du schauen, ob sie vielleicht Hafer essen, Hühner. Weil wenn sie Hafer essen, könntest du für Pferde auch gleich nehmen. Roh hast du auch. Für Kühe. Und damit hast du alle die Tiere mal auf die Beine. Siehst, innerhalb eines Streams ändert sich der Plan wieder, wenn wir fast drauf kommen. Ja, ist eine Biogasanlage, ich. Ich weiß, du bist ein Fan davon. Na, müssen wir probieren auf jeden Fall. Fan, ich habe es ja nicht so lange benutzt, dann wir haben wir ja dann eigentlich nicht mehr viel Frankreich gespült. Ich meine, was ist, wenn wir es mit einer kleinen ausprobieren? Dann können wir die Silageballen auch reinhauen. Aber es sind halt auch 500 draußen. Kleine? Ah ja, stimmt. Keine 500 und dann 8 und dann 1,1. Und mit 500.000 könnten wir uns halt schon mindestens ein Schaf an der Pühne streichelt sich aus und alles bis auf die Kühe, weil das ist das Teuerste. Pferde Fresh und kostet. zackt sich auch easy aus. Pferde essen noch Heu. Was vielleicht braucht man bei Pferde gar kein Haar. Also jetzt auch gar nichts. Nur Heu vielleicht brauchen. Gut, man kann ja, glaube ich, immer mehrere Sachen füttern. Bei den Hühnern hast du ja auch mehrere Getreidearten. Gut, irgendwas haben die gleich, aber ich erkenne das jetzt. Ist Sorg um Hirse essen beide. Okay. Sorge um hier, sie wirft halt weniger ab als normales, als Vor anderes allem, es wird Getreide. kein Stroh wieder ab dann. Ja. Aber ja, also nehmen wir doch den ersten Schritt Tiere. Okay. Ja, wenn du willst, ich weiß nicht. Ja, bei Tiere bin ich immer zu haben. Schauen wir, dass wir von allen mal einen Stall hinkriegen. Das verbraucht eh viel Platz.
Was ich jetzt gar nicht weiß, ist, ob wir bei dieser. Also gut, da können wir einen Ladewagen nehmen, notfalls. Ob wir hier abschalten können, dass wir keine Silageballen machen, sondern. Dann machst du einfach 180er-Ballen dann. Stimmt. Achso, die kann ja keine 180er, das war die andere, gell? Ja, das war die, stimmt, ja, das war die andere. Dann kann man es eh nicht machen. Aber ja. Ein Ladewagen. Aber können sie dann noch billige Presse holen, wenn da mal Angebot ist oder so. Vielleicht so eine Quader. Oder so, ja. Wobei das ist dann auch wieder Arsch, weil für die anderen haben wir den Wagen. Wagen? Für die Ballen. Den Anhänger. Stimmt auch wieder, ja. So gesehen doppelt blöd, dass wir die ehrlich verkauft haben, die zweite. Also die erste. Ja gut, die hat ja nur 17.000 gekostet, also. Ja, stimmt, die können wir uns also nicht leisten. Also die ist. Die ist dann schon bald wieder drinnen. Aber ich glaube, es gibt eine, da kannst du es umschalten. Oder was wirklich die. Oder wirklich 180. Die 180er, das stimmt. Der jagt seinen intensiven Hundeknochen hinterher. Naja, Biogasanlage können wir dann irgendwann noch verwenden und Walzen und so können wir dann auch in andere Produktionen reingehen. Ja. Also wenn wir dann normale Fischersachen haben. Können wir Silage immer so verwenden zum Verkaufen. Das ist anstrengend. Ja.
bumst dich. Yankee-Grunde verlierst du ja aus hoch. Bitte? Yankee-Grunde verlierst du ja aus hoch. Wer verliert aus hoch? Die Yankee-Grunde, du. Was bitte die Anki-Grunde? Anki-Grunde. Achso, Anki-Grunde. Aber jetzt nicht gerade mehr gegen dich habe ich verloren, das war klar. Hast du. Aber das Main geht viel, viel schneller. Ja. Ach, das Pressen. Kombination. Ja,